Wir haben ihn noch nicht identifiziert. Er gehörte zur russischen Mafia. In russischen Gefängnissen ist es üblich, sich seine Lebensgeschichte auf den Körper tätowieren zu lassen. Ohne Tätowierungen existierst du gar nicht. Eine nicht identifizierte Frau, verstorben am 20. Dezember 23.13 Uhr, weibliches Baby, geboren am 20. Dezember 23.14 Uhr. Anja, woher hast du das? Aus der Handtasche der jungen Mutter, die bei mir auf der Station gestorben ist. Man sollte ihre Geheimnisse mit ihrer Leiche begraben. Guten Tag, ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Tut mir leid, Anna, aber hätte sie hier gearbeitet, würde ich mich an sie erinnern. Eine traurige Geschichte. Schon gut. Sobald ihr Tagebuch übersetzt ist, werde ich mehr wissen. Ein Tagebuch? Wollen wir etwas trinken gehen? Es ist Weihnachten. Da ist alles geschlossen. Manchmal muss man etwas, das geschlossen ist, einfach öffnen. Dieses Mädchen ist in die Fänge der russischen Mafia geraten. Weißt du, was das bedeutet? Wie kommen Sie hier rein? Es gibt immer offene Türen. Er will das Tagebuch. Mein Sohn Kirill wird daran mehrere Male erwähnt. Ich glaube, er hat gedroht, dem Baby was anzutun. Das Tagebuch darf nicht in die Hände der Polizei geraten. Okay, Boss, keine Sorge. Die Polizei wird nichts finden. Sie war erst 14, sie war noch ein Kind. Vergessen Sie, was passiert ist. Halten Sie sich fern von Leuten wie mir. Sie haben das Tagebuch gelesen. Wie können Sie weitermachen, als sei nichts geschehen? Ich entscheide, was richtig und was falsch ist. Wir können es uns nicht leisten, nachlässig zu sein. Sagen Sie mir, wer Sie sind. Etwas mehr Respekt. Das hier ist Respekt. Die Mafia ist wie eine ansteckende Krankheit. Wer einmal mit ihr in Berührung kommt, für den gibt es keine Heilung.